Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Bannerlord. Jo, wir waren am gucken, was eigentlich bei Epicrotea passiert ist. Unsere Leute wurden alle gefangen genommen. Also ein Großteil. Es sind, glaube ich, nur noch zwei Truppen, die noch alleine unterwegs sind. Wir und noch eine andere Truppe. Und wir sollten schauen, was los ist. Was ist dort passiert? Warum sind plötzlich alle... Ja, warum ist plötzlich dieses... Ja, dieses... Ja, warum wurden so viele festgenommen? Was marschiert da für eine Truppe? Wer hat gegen wen gekämpft? Warum wurde da gekämpft? Naja. Eigenschaft großzügig. Okay, ja. Bin großzügig. Und ja, wir müssen auch gucken, dass wir unsere Leute wieder aktivieren demnächst. Ihr seht, die sind alle noch gefangen. Das wird ganz, ganz schlimm noch. Apropos, wo wir bei ganz, ganz schlimm sind. Wir sollten ganz, ganz schlimm unsere Leute hier aufbessern. Ja, also das mit den Einheiten geht jetzt schon langsam ab. Man soll zu plündern. Ah, nächste ausgewählte Krieger. Vlandische Infanterie, Fußsoldaten, Mamelucken. Viele werden... Was kann man noch machen, wenn man die... Na genau, entweder zur Mamelucken-Kavallerie oder halt eben zur Palastwache. Das wird noch lustig. So, so. Ab auf die Pferde, das wird noch lustig. Wenn wir dann endlich wieder mit unserer Reiterkompanie kommen, diesmal eher aus Mamelucken bestehend. Wir sind noch nicht fertig mit allen Truppen. Und 461 können wir auf jeden Fall schon mal leben. Es ist nicht alles. So. Ja, dann gucken wir mal. Diatma ist hier. Ich meine, wir haben so viele Truppen, wir könnten wahrscheinlich so Orte auch einnehmen. Lustigerweise. Oh, die Batanier, die hauen aber richtig einen weg hier. Ne? Wir müssten gucken, dass wir die echt schwächen. Zusammenstampfen, wenn nicht sogar. Ich meine, wir werden irgendwann so ein richtig gutes Team haben. Ein Hochgeborener. Ein Azarai-Rekrut. Mamelucken, ab auf die Pferde. Die hierüber Fußsoldaten... Aufleveln. Es wird langsam spannender, weil wir kommen jetzt in die Nähe. Wie gesagt, aufpassen. Nicht sofort in den Krieg gehen. Also in den Kampf gehen. Mit den Bataniern. Kommen einige Karawanen vorbei. Karawanen. Das ist einer unserer Leute. Und der plündert gerade. Ah, Beutor kämpft hier. Ich guck mal, ob ich hier Leute verknüppeln kann. Das mit 200 Leuten an der Schwelle zur Eroberung von Epicrotae. Ich gucke mal, dass ich hier Leute vielleicht auch wegkriege. Ich könnte mich, wie gesagt, auch anschließen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich würde gerne in die Schlacht. So, Abfahrt. Also wir machen uns mal normale Soldaten noch ein paar. Kusaid-Reiter. Oh ja. Oh ja, da kommt noch einiges zusammen jetzt. Batania. Schworene. Infanterie. Azarai-Rekruten. Mamelucken ohne Ende hier. Abfahrt. Hier machen wir die Fußsoldaten raus. Oh ja. Erstmal mal kurz gucken. Landischer Schwertträger, genau. Oh, Wiegler-Rekrut. Dann haben wir hier bald Katafakt-Reiter. Ich freue mich drauf, wenn wir mal soweit sind.
Boritos Armee. Ich sehe aber keinen Gegner. Das ist halt immer so das Problem. Weil ich würde gerne dem einen oder anderen halt hier richtig einen auf den Kopf hauen jetzt. Aber es wird so nicht klappen. Wir müssen warten, bis wir unsere Leute wieder raus... Ach, guck mal da hinten. 123 Truppen, der ist langsamer als wir sogar. Wir könnten ihn kriegen. Oh ja. Hi, Kumpel. Das ist egal. Wir kämpfen. Abfahrt. Wir hätten jetzt unsere Leute nochmal verbessern können, aber wir kämpfen einfach. Wir müssen wieder in den Kampf. Wir müssen wieder kämpfen. Wir müssen Gegner töten. Footman! Oh Gott, wir haben zu viele Footmen. Cavalry! Where are all mounted archers? Sergeants, take command! Bowman! Bowman! Footman! Muss uns irgendwie so platzieren, dass wir natürlich... Spread Bowman! Die werden von da hinten kommen, schätze ich mal. Move out! Footman! Und die können hier eine perfekte Linie bilden. Ziemlich lange sogar. Nein, das wird so nix. Get moving! So. Nee, das wird so auch nix eigentlich. Mouse! Infantry! Weil Bowman! Die sich Infantry! Nicht decken. Infantry! Move! So, jetzt decken die sich. Oil up man on my flank! So. Jetzt könnte was werden. Footman, hear me! Form a wall! So. Form a wall. Und jetzt können wir auch angreifen. Oh, das ist unser Zwanschwert. Hallo! Ach, Mist. Fast hätte ich dich. So. Ey, Kumpel! Oh, schade. Kommen meine ganzen Reiter gerade her. Wo sind denn seine Fußtruppen? Da, oder? Nee. Ich sehe seine Fußtruppen nicht. Ach, da! Ein Reißritter ist weg. Tschüss. Buklari wahrscheinlich hier, ne? Ich würde mal sagen, das tut jetzt weh. Ja, die sollen weiterhin angreifen. Batz, Flandia weg. Ein Batania weg. Oh, ein Pferd. Das hätte ich das Pferdchen mitgenommen. Ja, wir ärgern halt jetzt einfach mal seine Soldaten. Bis es schwierig wird. Hallo. Ich würde sagen, wir reiten aber von hinten auf. Damit werden sie wahrscheinlich nicht so stark rechnen. Infantry! Komm, 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 komm. Na kommt. Wir reiten von hinten auf, würde ich sagen. Oder wir machen es noch lustiger. Wir reiten gar nicht auf. Wir machen es viel lustiger. Wir schieben unsere Leute vor. Und das wird schon verwirrend genug sein. Und unsere Bogenschützen dann dahinter. So, warum wird das lustig? Weil die jetzt natürlich versuchen werden, also weil die Bogenschützen die wahrscheinlich wegsnacken werden die ganze Zeit und ja, dann reiten wir mit unseren Leuten einfach hinten rein und dann sind sie weg. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass das klappt. So. Jetzt gucken wir mal, die sind da hinten. Meine Pferdeleute würde ich einfach mal hier an der Seite lassen. Die werden damit nicht rechnen, glaube ich. Hoppala.
So. Die denken noch immer, wir... Oh, was ist denn noch passiert? Oh, moin. Shields. Arrows. Könnten wir... Boom, cavalry. Attack, soldiers. Und rammt sie von hinten weg. Das wird wehtun. Das reicht schon. Übel, Alter. Das ist übel. Die Truppen haben die Formation verlassen. Und ihr stürmt hinterher. Halt alle Truppen aufgeteilt. So, der ist weg. Nein, der ist nicht weg. Nein, der ist auch nicht weg. Nein, der ist auch nicht weg. Aber ein Teil von denen geht jetzt drauf. Das ist richtig madig für die, glaube ich. Oh Gott. Vorsicht. Ich muss weg von hier. Wir haben halt kaum was verloren. Das ist schon mal sehr gut. Und das, was wir verlieren, das ist ja marginal. Da hinten rennt ja noch einer von denen. Den will ich haben. Ist der Chef, weil der geht nämlich jetzt drauf. Oh ja. Der ist weg. Ja, wir haben 2 verloren und 9 Verletzte. Das war erfolgreich, würde ich sagen. Komm, verzieh dich. Wir müssen ein bisschen Druck ausüben. Ich würde die... Außer so, ich würde halt nur die allerkrassesten mitnehmen, also keine Ahnung, Verschworene vielleicht, Vieren, Palastwachen vielleicht noch, Mavelions, Landische Ritter, naja, hochgeborene Krieger, die wären zu Vierens, perfekt. Ja genau, Ausgebildete sind das nur. Die kann man dann halt immer alle aufnehmen. Okay. Oh ja. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Sehr viele Bogenschützen brauchen wir. Und sehr viele Bogenschützenreiter brauchen wir. Kusaidreiter, die hier. Mavelions. Hier haben wir noch ein paar Reiter. Botanische Clankrieger. Plänkler und Wilderer draus. So. Ausgewählte Krieger. Plänkler. Infanterie. Fußsoldaten. Kaiserliche Palastwache. Also da kann ich mir noch nicht so ganz entscheiden. Ich würde erstmal ein paar Palastwachen machen. Mamelucken ohne Ende. Alter, wie viele Reiter wir jetzt haben. Azrael Plänkler wird in die Meisterbogenschütze. Ja, dann schieben wir die jetzt mal auf die Bogenschützenlinie mit. Ein paar Axtkämpfer, ein paar berittene Bogenschützen. Auserwählte. Hier kommen Reichsritter jetzt schon. Sehr gut. Sehr schön. So können wir jetzt weiterarbeiten. Ich würde auch nicht alles mitnehmen wollen. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, wir können das halt alles verkaufen. Ne? Ich sollte mich nicht so anstellen. Ich kann mich jetzt auch nicht ums Geld kloppen mit anderen. Da hinten kommt halt eine riesige Armee. Und da würde ich gerne warten, bis die im Krieg sind mit denen. Und dann würde ich mich gerne einmischen.
Würde ich jetzt mal spontan behaupten, dass das möglich wäre. Okay, die laufen jetzt mit 1000 hinterher. Also wir könnten die Schlacht auch gewinnen, ne? Die werden sie kriegen. Immer schön gucken, bevor wir dann da auftauchen, dass unsere Leute ausgebildet sind. Das könnte wieder so eine Schlacht sein, die in die Hose geht. Vlandische Infanterie, immer vlandische Infanterie. Mamelucken. Fußsoldaten. Infanterie, Schwertträger. Komm langsam zu den Unteroffizieren. Ich habe Angst, dass es gleich da vorne knallt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also meine. Ja, jetzt hat's geknallt. Jetzt sollten wir uns aber auch einmischen. Oh, shitty. Und wir haben auch nicht mehr so viel Leben. Aber das wäre halt ein Deal. Ich speichere. Ich weiß nicht, ob das dumm wird. Eigentlich müssten wir das gewinnen. Wir haben so viele Truppen jetzt und wir würden so viele andere ausschalten. Das ist jetzt gerade der Deal. Und wir kämpfen auf offenem Feld. Okay. Auf offenem Feld haben wir echt eine Chance. Get moving! Arms length apart! Wolf open! Eigentlich müssten wir. Ich werde die ganze Zeit rumgeschubst, Moment. Eigentlich müssten wir Bogenschützen von hier oben schießen lassen. Forward! Footmen! Move! Die Footmen hier hin. Move! Riders! Und wir haben noch ein paar Riders da. Irgendwie müssten wir das so schaffen. Footmen! Arrows! Vielleicht noch ein bisschen mehr so. Get moving! Soldiers! Move out! Und die dahin. Und die machen jetzt tatsächlich das Quadrat. In a square! Schön in a square. Bowman! Infantry forces! Okay. After me! Ihr folgt mir. Wir müssen diese Reiter aufhalten halt. Ach du Scheiße. Erster ist down. Wir müssen halt mega aufpassen auf uns. Wir haben halt relativ viele Einheiten auch hier. Oh, die haben sich viele Vlandia geholt über die Tage hinweg, würde ich sagen. Wir müssen eigentlich. Wir müssen die bartanischen Reiter runterschlagen. Wir müssen. Folgt mir. Bloß nirgendwo reinreiten. Die Bogenschützen können wir kriegen. Los, wir holen sie uns. Rein. Alles drauf. Und jetzt auch die Reiter. Zack. Einer wieder getroffen. Oh Gott, wir schwächen die Batania gerade massiv. Ein reines Durcheinander. Boah, der hat aber mein Pferd getroffen. Ich werde mich zurückziehen müssen. Ich vertraue euch, dass ihr das schafft. Aber wir gewinnen die Schlacht, glaube ich, gerade massiv. Da vorne ist einer. Ah, ich habe eine vlandische Vorhut getötet. Das Wichtigste heute. Alter, es gibt so einen kleinen Bug, seht ihr das? Das flackert wie sonst was. Aua. Alter, die ganzen Pferde, die uns entgegenkommen gerade. Das ist natürlich richtig mies gerade. Schließt du mich an?
Alter, wie die bespickt werden gerade mit Fallen. Leck mich am Arsch. Horses. Komm, 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 komm. Wir ziehen erstmal hier ab. Also die Taktik geht auf. Heavy. Die werden aber auch gerade richtig gesnaggelt. So. Sollen sie kommen, sollen sie kommen. Sie sollen auf diese, auf unsere Leute da vorne stoßen. Die Mounted... Oh nein, 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 nein. Bleib bloß da stehen, Alter. Bloß keine Scheiße machen jetzt. Bloß nicht zu viel bewegen. Oh fuck. Komm zu mir, lieber. Der ist weg. Die bleiben da vorne stehen, hoffentlich. Position einhalten jetzt. Bewegt euch da wieder hin. Schilde nach oben. Schild oben halten, Formation halten. Ich setze mich hier mit rein jetzt. Holt ihr euch da hinten. Das sind alles Bogenschützen, wie ich sehe. Dann zieht euch ein bisschen da zurück. Boah, shit. Die müssen die halt echt aufwiegeln da hinten, aufscheuchen. Okay, das ist nicht einfach. Aber sie können uns jetzt gerade nicht befeuern. Was haben wir denn verloren? Oh, die haben mal viel mehr verloren. Weit über das Doppelte anscheinend. Okay, 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 okay. Dann müssen wir uns wohl... Dann ziehen wir uns hinter den Hügel zurück, wenn es sein muss. Oder wo war? Footman hier hin. Bowman hier hin. Sie kommen halt gerade auf uns zu. Sollen sie mal. So. Haben wir nicht mal so viele Arrows? Stellen wir uns jetzt hier auf. Und feuern da runter. Solange, bis die keinen Bock mehr haben. Na dann, Feuer frei, würde ich sagen. Viel Spaß. Jetzt sind wir im Vorteil, glaube ich. Die wollen uns halt auf Entfernung töten. Das ist so das Ärgerliche gerade. Wir fangen von hier an und gehen bis da runter. So, verteilt euch. Die haben hier Platz. Ihr könnt runterfeuern, wie ihr wollt.
Arrows! Das wird so nix. Cavalry! So. Ja, die wollen halt genau das. Die sollen versuchen, die ein bisschen aufzuwiegeln. Vielleicht geht das ja. Ich überlege, ob ich die nicht in der Dings mache hier. Get moving! Shield wall! In der Shield Wall jetzt reinpacke. Und die dann einfach marschieren lasse. Und am Ende einfach nur die Bögen oben platziere. Jo, die kommen. Footmen! Cavalry! Get them all, footmen! Get them! Genau deswegen. Sie kommen. Und sie laufen rein. Und sie laufen natürlich direkt da rein, wo sie nicht sollen. Aber die holen wir uns jetzt runter. Okay. Nein, ich will auf ein Pferd. Mir ist es egal auf welches. Müssen wir kurz abwarten. Wir müssen gucken, wie das jetzt wird. Okay. Kommt ihr mit? Jo, ihr kommt mit. So, da oben ziehen einige unserer Leute rein. Wir versuchen, die Bogenschützen da wegzukriegen jetzt. Weil sonst wird das hier nichts. Sonst Bogenschützen? Nein, das sind alles Sperrträger. Aber wir holen uns jetzt die hier. Rein da. Einfach nur rein da. Es ist egal wie, aber die jetzt einfach mal richtig fett rein da in die Menge. So, jetzt kann die Infanterie stürmen. Okay, ich bin fast down. Shitty, ich muss weg. Das ist sehr, sehr flott. Dementsprechend müssen wir jetzt aber unsere Bogenschützen hier platzieren. Könnte sein, dass es alles so klappt. Also das wird jetzt ganz, ganz schwierig für uns. Okay. Oh ja, da wird einer weggehauen. Okay. Ja, das könnte klappen. Auch wenn unsere Verluste noch ein bisschen größer werden, aber es könnte aufgehen. Oh Scheiße. Es hilft ja nichts mehr. Das wird jetzt ganz schwierig. Weil wir, also unsere besten Einheiten, oh, ich bin down, fuck. Das kann jetzt richtig in die Hose gehen. Wir töten halt weiterhin ohne Ende, also es ist sehr ausgeglichen, wir hatten die ja schon fast. Ja, aber das müsste eigentlich unser Sieg sein jetzt. Wir hatten den ja über die Zeit hinweg richtig wehgetan. Ja, das wird unser Sieg. Gerade so noch, glaube ich. Kann das sein? Ja, das wird unser Sieg. Ach du Scheiße, ich will gar nicht wissen, wie viele bei uns draufgegangen sind. 148. Aber wir haben 212 Verletzte, das ist halt mindestens genauso heavy. Aber wir haben es geschafft. Das war gerade wichtig.
Oh, Pirando und Uslav. Oh. Ich lass die gehen, weil dann kostet es weniger, die zu überzeugen wieder von uns. Aber wir haben richtig aufgeräumt. Das war halt das Entscheidende gerade. Gut, es sind Leute gestorben von uns. Das ist richtig madig. Aber auf der anderen Seite, ein bisschen erwartet habe ich das halt schon, dass Leute noch sterben werden. Gerade bei so vielen, die in so eine Schlacht reingehen. Muss man halt akzeptieren, so. Hier, Fußsoldaten. Zacko. Wachen. Bogenschützen, berittene Bogenschützen. Ja, und man muss aber auch zugeben, dafür, dass unsere Truppen eigentlich gar nicht mal so krass ausgebildet waren, haben sie sich gut geschlagen. Also man hat sie ja auch auf dem Feld zum Teil gesehen, was da für Leute rumstanden. Okay, warte mal. Dann nein. Dann lass mich mal gucken, was wir da für Leute wegpacken können. Plünderer. Die Rekruten können wir erstmal weglegen. Was können die denn machen? Oh, die können... Okay, die können auch was Gutes werden. Kaiserlicher Infanterist. Freibeuter. Vieren-Champion, krass. Auch Waldbanditen. Vieren-Champion. Ach du Scheiße. Na, die Söldnerwachen können wir wegtun. Söldner... Vlandischer Bannerritter. Meine Güte. Seeräuberchef. Ah, da seht ihr, die ganzen Bergbanditen und so, die können halt auch zu irgendwas Gutem werden. Sturkischer Bauer. Ein kompletter Bauer. Na ja, komm. Bauer, Rekruten und so können wir ja erstmal wegtun. Vieren, ja Mann. What the fuck, Alter. 25 Verschworene. Vlandische Scharfschützen. Ja, meine Güte. Wir können auch nicht so viel mitnehmen. Wir nehmen sie trotzdem mit. Wer geht, der geht. Ah, das war jetzt... Also, da muss ich echt sagen. Also, das war jetzt eben eine sehr heftige Schlacht. Wir gehen mit sehr wenigem nach Hause. Aber das, was wir haben... Wow, wow, wow. Also, Hut ab. Und, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Leute gestorben sind. Ich glaube, es waren 3, kann das sein? Aus unserem Clan jetzt. Einer nur, okay. Der mit dabei war. Wir haben keine Gruppen mehr, nix. Wir könnten die auch alle hinrichten, alle Gegner, aber zu. 4 Gefangene haben wir. Wir haben hier eine gute Schlacht gewonnen. Ja, es wird langsam Zeit, dass unsere Leute wieder kommen. Gerade jetzt, wo wir hier wirklich eine große Schlacht gewonnen haben. Ja, wir lassen die das wieder machen, in der Hoffnung, dass die sich jetzt... Ah, ne. Ich habe unseren Pankaris. Nee, du. Komm wieder zurück, Junge. Jetzt habe ich den aus Versehen eine Truppe gegeben. Kann ich ihn gleich wieder aufleben? Na. Sehr gut. Ist wieder in der Theophils-Gruppe. Sehr gut. Ja, weil irgendwie die anderen sind alle noch im Knechtle, ne? Üblerweise. So, will denn schon jemand übertreten? Das ist, ich würde erstmal gucken, ob jemand sich entscheiden würde. Nein. Sind auch schon super viele abgehauen. Wahrscheinlich auch die Besten und so. Ja. Ja, wir haben keine Streitrösser mehr so gesehen. Also wie gesagt, wer bleibt, der bleibt. Wer nicht bleibt, der bleibt halt nicht. Und dann hat sich's jetzt auch. So. Wuso ist aus der Gemeinschaft entkommen, sehr gut. Vioschen, der Fisch, ist auch rausgekommen. Aber die Schlacht war gut. Also ich werde mich nicht beklagen. Oh, wir könnten... Ja, wir könnten jetzt Yatma wahrscheinlich nicht direkt einnehmen, aber...
Ja, die Möglichkeit ist halt da, ne? So. So, Clankrieger, Mamelucken, Wiegler-Rekruten. Will noch immer keiner zu uns. Warte mal. Atanischer Waldläufer. Und was haben wir denn viel? Flandische Scharfschützen, die sind halt gar nicht mal so schlecht. Ah ja gut, wenn wir die rauslassen, dann haben wir es. Sehr gut. Dann haben wir genug Gefangene. Oh Mann. Sehr gut, da sind Leute wieder aus der Gefangenschaft entkommen. Ich rekrutiere die Leute und dann feindselige Aktion. Überfalle das Dorf. Weil wir es einfach noch nie gemacht haben in den letzten Tagen. So, die werden natürlich keinen Aufstand gegen uns anzetteln. Also ich muss mich halt die ganze Zeit umgucken. Da hinten gibt es wieder Rekruten. Und auch keine größere Truppe oder so lang. Entspannt, alles entspannt. Ne, kommt auch keiner. Wie weit sind wir? Hätte ich eigentlich durchziehen können, aber ein bisschen drauf gehauen ist auch schon ganz gut. So. Infanteristen. Lanzenreiter. Bogenschützen. Diese hier. Das da. Vlandische Infanterie. Aserei-Rekruten. Mamelucken. Aserei-Fußsoldaten. Ausgewählte Krieger. Landische Schwertträger. Oh. Wir kommen so langsam in die Nähe, auf die ich mich am meisten freue. Wir können einfach noch niemanden von denen in unsere Truppe holen. Das ist immer so traurig. Gut, ich bin auch schon fast geheilt. Mitunter einer der wichtigsten Sachen. Ahaku hat eine Armee erstellt. Ahaku? Okay. Argoron. Oh, Argoron. Die südlichen haben Argoron erobert. Krass. Also die einigen unseren Gegnern geht's nicht so geil. Oh, Sarah Lind wurde freigelassen. So. Alpan Eisenauge. Hallo, Alpan. Schön, dass du hier bist. Oh ja, wir müssen hier noch Sachen... Oh ja. Oh ja, hier können wir ordentlich was abgeben. Bisschen ballastlos werden. Ey. Hatte ich gerade einen Nomadenbogen hier abgegeben? Der wird nicht abgegeben. Da ist wahrscheinlich auch nichts Wertvolles dabei. Abfahrt, alles rüber. So, Hauptsache ich bin ein bisschen schneller unterwegs jetzt. So, Ballast abgeworfen. Ich hätte nach Pferden gucken sollen. Fuck. Oh Mann. Du hast 2444 bezahlt. Ist nicht nett. Ja, ich weiß, dass ihr alle irgendwo hier rumlungert. Ich brauch Pferde, Diggi. Okay, gut. Toll. Zwei Pferde so. Keine Ahnung, wie es jetzt hier weiterging. Ja, die haben eine Belagerung gegen uns gewonnen. Was habt ihr jetzt aus eurem beschissenen Krieg? Haben die sich jetzt die Atma geholt? Nein. Epikrote auch nicht. Die holen sich hier gerade Mekelova. Was haben die sich denn geholt? Amitatis? Nein. Unyra? Nein. Nein, nein. Vielleicht hier irgendwas. Also ich behaupte mal, hier unten ist ein bisschen der Stress. Ich muss da halt echt runter wieder. Weil die das halt da unten nicht geschissen kriegen. Das ist ja Wahnsinn. Das hasse ich manchmal, ja. Die wollen den Krieg. Und dann schaffen sie diesen Krieg aber nicht.
Ich meine, solange die nicht Syronea einnehmen, ist mir das eigentlich so was von Jacke wie Hose. Trotz alledem muss ich halt auch irgendwo mal sagen, Leute, hört auf, Kriege zu wollen, die ihr nicht packt. So, ab auf meine Lucken. Armbrust. Tester. Oh, Nomaden. Die hier, die Sturgier. Und es will noch immer keiner in unser Team. Irgendwie als ob wir Unmenschen wären. Wenn wir. Ja, toll. Jetzt haben wir Meklovna, bla bla bla, da verloren. Jetzt. Ah, Moment, erstmal noch die hat mal wegen. Ach nein, ich kann doch gar nicht hier handeln. Ich Idiot. Ja, und ich muss da halt wieder alles ausbaden anscheinend. Also meine Leute kommen nach und nach jetzt wieder, aber. Naja. Ich könnte halt echt eine größere Mannschaft zusammentrommeln jetzt. Weil ich sehe, dass. Ja, wir haben halt Sachen wieder verloren. Und das gefällt mir so gar nicht. Und gerade hier, wenn man so überlegt, wie ja alles noch rumschlawenzelt. Oh, das könnte jetzt knapp werden. So. So, so, so. Oh ja, ein schöner Reißbogenschütze zu einem guten Bogenschützen. Sturgische Krieger. Kusaid Speerträger. Sturgier werden langsam zu unseren Leuten. Aber was mache ich denn falsch? Warum wollen die nicht zu uns? Ja, ich kann sie nicht rekrutieren. Bin ich so ein furchtbarer Mensch, dass sie das nicht wollen? Ja, auch nicht. Wir marschieren jetzt gemeinsam so. Aber Lythos. Ah, da hinten hat jemand schon wieder eine Schlacht gewonnen. Das finde ich gut. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt nicht gleich wieder in Sachen kommen, wo wir jetzt gleich weinen werden. Also. So, wir sind jetzt schon mal 400. Also, ist ein Anfang. Hinter uns laufen gegnerische Truppen. Vor uns sind noch Truppen. Haben sich auch Leute wieder aufgelöst. Und wenig Mann, aber. In der Nähe, zack, zack, Abfahrt. Ich will jetzt Meklovna haben, oder wie das Ding da heißt. Wir haben es verloren, wir holen es jetzt wieder. Ah, Enkurion, da ist er. Enkurion werde ich jetzt sowas von das Fressbrett polieren. Jetzt geht's rund, Alter. Der hat anscheinend auch ziemlich viel Stress geschoben da hinten. Und die wollten sich gerade wieder für den Krieg bereit machen. Also da bin ich sowas von gar nicht dabei. So. So vor. Forward! Get moving! Move out! Cavalry! After mounted soldiers! Move! On my flank! So, folgt mir. Wo sind denn die Gegner? Da hinten. Wir können noch weiter vor. Die werden sich wahrscheinlich so nicht bewegen. Und wir könnten die hier holen. Forward! Bowman! Ah, das ist halt keine geile Position. Und halt hier hinten die Bowmans. So könnte es klappen. Eigentlich bräuchten wir so eine richtig lange Linie hier. Wir haben halt auch 70 Bogenschützen dabei. Ne? Forward! Okay.
Während wir jetzt den Leuten da hinten auf den Sack gehen. Also, die werden ja jetzt auch schon gut bearbeitet von uns. Oh ja, die machen da hinten Schildkrötenformation. Hey Kumpel. Dein Pferd hat's geschmeckt. Ja, jetzt habt ihr ein Problem. Schneckel die weg. Die sollen's merken. Los, war da einer? Ach, da hinten ist noch einer. So, der ist runtergefallen von seinem Pferd. Der Reißritter ist unten. Ich würde mal sagen, der Drops ist eigentlich so gesehen gelutscht. Was Pferde angeht von denen. Zack, den habe ich getroffen. Zack, spartanischer Speer down. Ja, dann können wir ja tatsächlich vorrücken. Wir müssen keine Angst haben. Moment. Dann machen wir hier die Bows. So. Und dann. Ach, guck mal, da vorne ist noch jemand. Links? Okay, dann kriegst du links. Dann rechts. Glück gehabt. Alter, wer hat mich denn da getroffen gerade? Welcher Pfeil? So, jetzt ist der down. So, und die Arrows schießen jetzt. Die werden die einfach wegschneckeln über die Zeit jetzt. Ach, guck mal. Oruhart. Den hat's aber auch erwischt. Hier, hör mal. Oh ja. Die hat's aber auch hier dringend nötig, ja? Geht mal ein bisschen weiter vor. Dann wird's noch lustiger jetzt gleich. Und Cube. Macht einen Cube und dann werden wir mal sehen, was die machen werden. Kommt, 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 kommt. Wir müssen uns um die Bogenschützen hier kümmern, das geht so gar nicht. Wenn die hier weiterleben, dann haben wir ein kleines Problemchen. Also unsere Leute haben halt ein Problemchen. Oh, 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 oh. Einer unserer Leute ist umgekippt. Ein Rekrut. Na, ein paar müssen down. Je weniger am Leben sind, desto besser. Und dann stürmt jetzt mal. Das kriegen wir gut hin. Das ist halt das Traurige an dieser Schlacht. Das Schöne und das Traurige gleichzeitig. Ein Clan-Kriecher hat's getroffen. Bleibt lieber in Position gerade. Am besten in dem Tal. Wir versuchen die halt aufzuhalten gerade, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Oh fuck, Alter. Alter, was? Wie hat der mich denn jetzt schon wieder getroffen? Ja, ich muss halt aufpassen. Ich bin manchmal ein bisschen...
Aber wir verlieren halt super viele Truppen gerade in der Schlacht. Weil halt jetzt die ganzen Leute nach und nach anrennen, ne? Boah, die tun uns jetzt gerade richtig weh. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Ja gut, jetzt holen wir auf zum Glück. Ach du Scheiße. Ich meine unsere Leute, wie viele sind von uns gestorben? Wir sind, glaube ich, der Zweite, ne? Aber wobei, es geht sogar. 53. 53 ist halt immer ärgerlich. Aber immerhin. Ich habe echt gedacht, wir verlieren das jetzt noch. Nein, wir brauchen euch nicht. Brauchen euch nicht, geht einfach. Wir müssen uns halt irgendwie mal überlegen, wie wir an den Rest kommen von denen. Was haben sie denn? Oh, sie haben einen Katafaktreiter. Sie haben die hier. Ja, die haben auch schon ein bisschen was. Landische Vorhut, gut. Botanische Hochgeborene, die werden zu Vierens, naja. Die haben keinen speziellen Weg. Schwerträger, ja, die sind eigentlich geil. Ah, die Fahrer sind auch nochmal die. Die werden auch nochmal besser. Wie viele können wir denn überhaupt mitnehmen? Weil irgendwie ist das alles sehr undurchsichtig bei uns. Wir haben wieder 105, aber sehr viele Verwundete. Ich hasse es. Es werden so viele verwundet immer durch so eine Schlacht. Oder sterben halt. So, so. Schwertträger. Ein Kishink. Jetzt haben wir einen der besten Einheiten dabei, aber alleine bringt er halt gefühlt nichts. Wir hatten das Problem, wir waren viel zu weit weg von unserem Trupp. Also eigentlich hätten wir vorstürmen sollen, ein paar Leute knüppeln sollen und dann sollten wir uns eigentlich wieder zurückziehen. Ich glaube, das hat uns gerade so ein bisschen noch das Genick gebrochen. Weswegen wir auch letztendlich auf dem Boden lagen. Oh Mann, wen sollen wir denn zurücklegen? Meine Güte. Hier, nimm die Verschworenen. Nimm die hier, die können wir auch noch finden. Die hier. Ja, Sperrmiliz. Wer braucht denn Sperrmiliz? Hier, nimm die hier. Nicht mehr viele. Waldbandit, ja gut. Nimm die Veteranenplänkler. Wie viel brauchst du noch? 3 Stück. 1, 2, 3. So, Abfahrt. Damit wir ein paar Truppen haben, die wir danach aufholen können. Also in die Schlacht, in die nächste Schlacht kann ich so erstmal nicht. Also, beziehungsweise in den nächsten Krieg, in die nächste große Auseinandersetzung. Deswegen würde ich die Truppe hier auch auflösen. Oh, fuck. 1600 Leute, die uns da hinten gerade zusammenknüppeln. Das ist madig. Vielleicht sollten wir doch nochmal diesen Trupp zusammenholen. Und einfach hier warten, bis die alle da sind. Ganz konsequent. Die könnten wir holen. Ich guck mal, ob wir überhaupt auf das Erforderliche kommen. Wenn wir alle holen, könnten wir die auch besiegen. Abfahrt. Wir müssen halt warten, das geht halt nicht anders. Oh, 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 jetzt wird's scheppern. Und wir kommen ja nochmal mit unseren Leuten jetzt. Ganz kurz. Jetzt schließen wir uns der Schlacht an. Okay, das macht Sinn. Ich habe die nicht gesehen. Wir sind 1600 jetzt. Also wenn das nichts wird. Tja. Also jetzt wird's nochmal richtig. Jetzt wird's nochmal richtig scheppern. Soldiers! Alter. Bows. Spread out! So, mal gucken, woher die kommen. Kommen wir von irgendwoher. Bowman! Die
Die werden wahrscheinlich versuchen, hier rüber zu kommen. Das bedeutet, wir stellen uns hier hinten hin. Move! Infantry! Infanterie vor. Move out! Riders! Move! All soldiers! Und die moving! Brauchen wir euch gerade hier? Ich sehe gar nicht, woher sie jetzt gerade kommen. Ah, dieses Flussbett wird deren Tod sein. Jo, da hinten kommen sie. Footmen! Bowmen! Infantry! Dieses Flussbett wird deren Tod sein. Ich werde dich hier versuchen zu platzieren. Forward! So. Na, das wird was Lustiges. Eigentlich müssten wir die... Welche haben wir frei? 5 haben wir frei. 3 übertragen. Vielleicht übertragen wir sie auch aufs Letzte. Die Hälfte. Eine viel geile Rede. Können wir runterschießen. Oh ja. Nein, bleib da. Shitty, Alter. Ich hab die jetzt gerade mehr aus Versehen bewegt, weil die Truppen hier jetzt kommen. Okay. Jetzt ist hoffentlich ein bisschen Ordnung drin. Wir hatten eben gar keine Ordnung drin. Das war gerade nicht so geil. Okay. Jetzt. Alles gut. Warum sind die blöden Reiter nochmal von denen hier? Warum habt ihr sie nicht weggeschnaggelt? Weil wir sie nicht treffen oder was? Gut, ich treffe sie gerade auch nicht, aber was soll denn das? Oh Mann. Woher kommen die jetzt auf einmal? Ich meine, die werden jetzt auch weggeknüppelt, aber... Meine Güte. Folgt erstmal euren Sergeants, weil... Wir brauchen euch hier. Die kommen halt immer über diesen Berg. So, der ist weg. Oh, der hat Glück gehabt. Tötet ihn. Okay. So, jetzt müssen wir aber auch. Oh, das wird jetzt mies. Oh Gott. Raus aus dem ganzen Durcheinander. Ich meine, unsere Bogenschützen kümmern sich ja um alles. Aber wir kriegen das hin, glaube ich. Wir müssen nur gucken, dass wir das irgendwie so hinbekommen. Dass wir hier nicht in irgendwelche Bredouillen kommen.
Oh, die stürmen da über rechts. Die stürmen echt die ganze Zeit über links. Das ist nicht geil. What the fuck? Ich hab den gar nicht gesehen. Oh nein. Schon wieder so ein reines Durcheinander, aber das gewinnen wir trotzdem. Alter, ich muss halt echt mal die Augen aufmachen, wenn ich was mache. Ich meine, das gewinnen wir ohne Probleme, aber trotzdem. Ärgert trotzdem einen. Ich hab den halt null gesehen. Ich bin richtig schlecht in den Schlachten geworden. Sterben gerade 1000 Truppen, Alter. Ich sehe gar nicht, wo wir sind. Irgendwo sehr weit unten. Wir haben nur 7 verloren. Durch die ganze Schlacht, ey. 7 und 14 Verletzte nur. Heidewitzke, Kapitän. Das hat wehgetan jetzt. Die Truppen der anderen haben richtig aufgeräumt. Wir würden so viele... Wir nehmen die einfach mit, ist mir jetzt auch egal. Die haben ja auch Truppen gefangen genommen und wir haben dadurch ein höheres Limit. Also, ich meine, what the fuck, was soll das? Wir nehmen die alle mit. Guckt euch mal an. So. Sorry, not sorry, würde ich sagen. Wir haben mit den Truppen unserer Kollegen tatsächlich den Krieg gewonnen. Also diese Schlacht schon wieder. Und gut Beute gemacht. Wir sind halt gnadenlos überladen, aber was soll's. Ja gut, wir haben jetzt natürlich super viele Einheiten mitgeholt. Aber wir haben wieder 198 und 206 Verletzte wieder. Ich überlege, ob wir nicht doch jetzt tatsächlich in die Schlacht in vielleicht sogar Epicrotea. Oder Balgard. Balgard wäre natürlich noch schöner, das passt sogar noch. Die haben halt sonst, was haben sie denn weggenommen? Ah ja gut, die haben 2 Sachen weggenommen, wie ich gesehen habe. Genau. Was haben sie uns weggenommen? Also das haben sie nicht hinbekommen. Worüber ich mich sehr freue. Hier haben sie auch nichts wegbekommen. Gut, die haben Befestigung hier weggenommen. Hier hätten sie uns nichts wegnehmen können. Ah. Befestigung Lohana? Ah. Route haben sie uns auch nicht weggenommen. Ach, wir hatten ja hier hinten irgendwo noch was gehabt. Genau. Ich erinnere mich vage. Ja gut, aber wir könnten tatsächlich entweder uns die beiden holen oder wir könnten tatsächlich endlich mal Balgard holen. Dann hätten wir Balgard schon mal. Und ja, wie sieht denn das jetzt aus? Alter, 9000. Wir haben jetzt richtig aufgeholt. Das ist halt vielleicht jetzt auch unser kleiner Vorteil, wenn wir jetzt weiter pushen. Wir haben zwar 2 Belagerungen verloren, aber wir haben denen so viel Schaden zugefügt. Heidewitzke, Kapitän. Oh, Einhand. Was haben wir denn hier? Infanterie drüber halten. Okay, oder? Okay, krass. Nee, das hier ist besser. Gar nicht so ein Löhn. Das ist genau meins. Weniger Geld ausgeben. 5% ist ziemlich viel. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge erstmal wieder. Zeit ist ja auch um. Und danach holen wir uns, glaube ich, Balgard. Balgard lohnt sich am besten oder am meisten. Und dann gucken wir, was wir uns noch holen können. Vielleicht holen sie sich ja das hier oder Epicrotea. Das wäre super geil. Oder vielleicht Gersegos oder sowas. Also hier gibt es genug zu holen. Balgard wäre jetzt für mich halt das Interessanteste, weil dann hätten wir hier quasi überm Fluss alles. Das ist halt so die einzige Stadt, die wir nicht haben. Eigentlich würde ich gerne hier die einmal komplett zusammenschrumpfen. Also die 2 Festungen, das hier, das hier, das hier. Eigentlich alles holen. Ich würde gerne die Kusaid eigentlich ausradieren langsam. Aber das wird so nicht klappen. Alter, die haben nur noch Ostikan und hier die Festung. Okay. Na gut, wir versuchen dann,
wir versuchen vielleicht Insel für Insel einzunehmen. Also dann erstmal das hier und dann holen wir uns, welcher ist auch noch viel? 1, 2, 3, 4, 5, ja gut, machen wir mal hier den Cut. Gut, Epikrote und Festung Meklerova würde ich jetzt auch nochmal mitnehmen. Also hier haben wir, ich markiere sie mal. Das wären quasi die To-Dos. Also würden wir erstmal das nehmen. Das heißt, wir könnten hier rüber. Gut, die Atma könnten wir vielleicht auch. Ja, wobei, das ist jetzt nicht mehr so dazu. Balterkant. Dann die beiden. Und dann hier runterarbeiten. Dann hätten wir den halt wieder super viel weggenommen. Würde auch für uns bedeuten, dass wir vielleicht neue Verbündete kriegen irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, wenn die weniger Lehen haben, dann sind die viel freundlicher zu uns. Und wir haben ja auch gute Schlachten gegen die gehabt. Guti, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.